sagt Najir vor der Kamera, eigentlich weiß ich gar nicht, woher ich komme. Auf diesem Weg suche ich meinen Vater, Alter. Junge, du bist nur auf der Welt, weil deine Mutter auf dem Schorestrich jeden mit einer Lanze weggefickt hat, als wäre die Fotze Obelix. Check das jetzt mal aus, wenn ich gegen diesen Hurensohn hier aufdrehe. Er kam durch die Rettungsgasse rein. Und ja, die Rettungsgasse ist nachher auch dein einziger Ausweg. Wir gehen jeden Tag runter in den Block, ja. Für das weiße Helikopter. Ja. Zerstöre Blätter wie ein Opfer. Sie fühlen sich im Gucci-Sweater wie ein Rockstar. Briefe von den Bullen, die die Stimmung wieder mies machen. Seit ich 14 bin, Panik vor dem Briefkasten. Panik nicht vom Fall, von der Kraft meines Glaubens. Ich hatte Panik in meiner Lehre, von der Lehre tief in Mamas Augen. That's the sound of the police, Berlin. Fettes Futter, diese Tasche, die hat auch meine Mutter. Und irgendwie fickt das sie auf. Das ist Liebe, direkt aus dem Bauch. Digga, guck, wie ich jetzt gerade hier mal rappe. Schlagstock, komm, dann hau mir in die Fresse. Junge, das ist Attitude, Tier Star. Ach komm, scheiß auf den netten Dude. Eine Schelle und du drehst dich im KG. Das wird geschnitten, ich mach den Mass B. So sieht das aus, ich schick dich an. Guck mir zu, wie der Typ hier gerade rausfliegt. Endlich bin ich nicht mehr der größte Lauch hier. Ja! Egal, ich bin immer noch startklar. Ich bin ein Lauch, seine Frau ist Veganer. Haha, mach mal kein Drama. Ich mach mir mein Gras klar, Hakuna Matata. Ich hasse das, wenn jemand sich so sehr überschätzt. Isaac Newton hat auch damals die Schwerkraft entdeckt. Der hat sich auch nicht hingestellt und zu allen gemeint, komisch, ich entdecke die Schwerkraft und auf einmal lassen alle was fallen. Also Bedbars, Mutterlines und Imitation waren alles deine Idee. Eine Frage, wohnst du mit Flair in einer WG? Es ist Kato, der beste Newcomer 2017, 2018 und 2019. Ey, und wer von Kato nichts mitbekommen hat, der hat wohl die letzten paar Jahre weggeschaut. Er bekommt von der Szene Respekt, denn er ist ideenreich und fresh und seine Matches dope. Ey, aber von mir bekommst du hauptsächlich Respekt dafür, dass du dich mit so einer Fresse überhaupt in ein Battle traust, denn du siehst so aus, als hätte Melken mittendrin als Kind zu viel Crack geraucht. Ball!